Was sind die schönsten Dinge im Leben? Richtig, schlafen, essen und Quality Time mit den Liebsten. Mit selbstfahrenden Autos kann ich all diese schönen Dinge mit dem Weg zur Arbeit verbinden, solange man nicht vergisst loszufahren. Shit. Herzlich willkommen zum Teil 1 der Debatte. Das Thema ist autonomes Fahren, selbstfahrende Autos, die nicht nur für mehr Komfort, sondern auch für mehr Sicherheit sorgen sollen. Immerhin werden rund 90% der Verkehrsunfälle in Deutschland durch menschliche Fehler verursacht. Ein intelligent programmiertes Auto hingegen ist niemals müde, niemals abgelenkt, hat eine blitzschnelle Reaktionszeit, beachtet alle Verkehrsregeln und kann Auto fahren. Das kann auch nicht jeder. Ich meine, selbst wenn man kein Auto fährt, autonomes Fahren wird den Verkehr, so wie wir ihn kennen, grundlegend verändern. Auch für Fußgänger und Fahrradfahrer. Wann das genau der Fall sein wird und wie weit die Technologie heute schon ist, dazu sage ich was am Ende des Videos. Auf jeden Fall kann ich sagen, jetzt ist die Zeit, sich ein paar Gedanken zu machen, und zwar mit euch. Ich habe heute für euch 4 Gedankenexperimente mitgebracht, die klar machen, wie tricky eigentlich die Ethik hinter autonomem Fahren ist. Für jedes dieser Gedankenexperimente könnt ihr hier oben über die beste Lösung abstimmen und bitte schreibt auch eure Meinungen in die Kommentare oder was euch dazu bewogen hat, so abzustimmen. Ich möchte unbedingt wissen, was ihr denkt. Okay, sind eure Gehirne warm? Dann los geht's. Gedankenexperiment Nummer 1. Wir befinden uns ein paar Jahre in der Zukunft. Du bist natürlich stolzer Besitzer eines selbstfahrenden Autos, so wie all deine Freunde auch. Du bist unterwegs mit deinem selbstfahrenden Auto und kommst in eine heikle Lage. Hier laufen 2 Menschen vor die Räder, rechts eine 80-jährige Oma, links ein 8-jähriges Mädchen. Selbst wenn dein Auto jetzt eine Vollbremsung macht, wirst du beide erfassen. Was dein Auto allerdings machen kann, es kann ausweichen nach rechts oder links, sodass nur einer von beiden getroffen wird. Nehmen wir an, dein Auto ist technisch dazu in der Lage, zwischen den beiden zu unterscheiden. In welche Richtung sollte es lenken? Naja, die Oma, oder? Sie hat ja nur noch ein paar Jahre zu leben. Wobei in diesem Szenario sind wir technisch wahrscheinlich so weit, dass die Oma noch ein paar Jahrzehnte zu leben hat. Naja, das Mädchen hat ja noch sein ganzes Leben vor sich. Dabei ist eigentlich keiner der beiden Möglichkeiten ethisch vertretbar. Das Institute for Electrical and Electronics Engineers beispielsweise mit 430.000 Mitgliedern weltweit hat geschworen, dass alle Personen gleichgerecht behandelt werden müssen und dass keine Diskriminierung ausgeübt werden darf aufgrund von Herkunft, Religion, Geschlecht oder eben auch Alter. Also was? Doch beide überfahren? Oder es doch zufällig entscheiden lassen? Was ist eure Meinung? Was ist die beste Lösung? Stimmt hier oben ab. Gedankenexperiment Nummer 2. Es gibt übrigens einen ganz egoistischen Grund, der für das kleine Mädchen sprechen würde. Da die Oma größer und schwerer ist als das kleine Mädchen, wäre der Aufprall heftiger und damit der Schaden an deinem Auto oder dir größer. Diese Überlegung kommt ins Spiel, wenn wir in diesem Experiment mal Oma und Mädchen durch 2 andere Autos ersetzen. Das eine größer und schwerer als deins, das andere kleiner und leichter als deins. In welche Richtung sollte dein Auto jetzt lenken? Wenn dein Auto so programmiert ist, dass es dir selben am wenigsten Schaden zufügt, dann sollte es ja ins kleinere Auto reinfahren, damit der Aufprall weniger heftig ist. Wenn dein Auto jetzt aber so programmiert sein sollte, dass es in erster Linie andere Verkehrsteilnehmer schützt, dann solltest du ja ins größere Auto fahren, weil der Fahrer des kleineren Wagens weniger geschützt ist. Und jetzt müsst ihr euch noch vorstellen, dass ihr ja nicht die Einzigen auf der Straße seid mit einem autonomen Fahrzeug. Nehmen wir an, alle Autos wären so programmiert, dass der eigene Fahrer in erster Linie geschützt wird. In diesem Szenario wäre es ja saugefährlich, ein kleines Auto zu fahren, weil du im Zweifelsfall immer derjenige bist, der gerammt wird. Im umgekehrten Fall wären kleine Autos immer die sichersten, weil sie im Zweifelsfall immer verschont werden. Wie sollte ein selbstfahrendes Auto sinnigerweise programmiert sein? Was ist eurer Meinung nach die beste Lösung? Stimmt hier oben ab. Gedankenexperiment Nummer 3. Okay, lass den Gedanken von gerade nehmen und noch weiter ins Absurde führen. Wir nehmen dieselbe Ausgangssituation aber jetzt mit 2 Mopedfahrern. Einer mit Helm und einer ohne Helm. Nehmen wir an, euer Auto könnte unterscheiden zwischen einem Helmträger und einem Nicht-Helmträger. In welche Richtung sollte es jetzt ablenken? Den Fahrer ohne Helm zu rammen wäre extrem gefährlich, würde mit hoher Sicherheit sterben. Aber wenn das Auto ihn verschont,
wird er ja im Prinzip dafür belohnt, dass er keinen Helm trägt. Aber können wir deswegen jetzt sagen, okay, dann lenken wir auf den Fahrer ohne Helm, selbst schuld, wenn er keinen Helm trägt, hat er jetzt verdient zu sterben? Ihr stimmt ab und wie gesagt, schreibt unten rein, warum ihr euch so entschieden habt. Gedankenexperiment Nummer 4. Gehen wir mal weg von diesem tricky Szenario Leben 1 versus Leben 2. Und widmen wir uns einem Szenario, das uns per se leichter fallen sollte. Was ist, wenn verschiedene Anzahlen von Leben gefährdet sind? Sagen wir, ihr fahrt eine Klippe entlang. Entgegen kommt aus dem Nichts ein Bus voller Schulkinder. Alles zu spät, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du drängst den Bus von der Klippe oder du fährst selbst die Klippe runter. Was sollte dein selbstfahrendes Auto jetzt tun? Wie sollte es im Idealfall vorprogrammiert sein? Vorhin hatten wir den Fall mit der Diskriminierung. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass alle Menschenleben gleich viel wert sind, sollte es klar sein, ein Bus voller Menschenleben ist mehr wert als ein einzelnes Menschenleben. Aber sollte dein eigenes Auto nicht in erster Linie dich selbst schützen? Und wie würdest du dich selbst eigentlich entscheiden? Nehmen wir an, du bist auf der Klippe, der Bus kommt, die Zeit würde für einen Moment stillstehen. Und du hättest genug Zeit, dir darüber Gedanken zu machen, was du eigentlich willst. Vielleicht würdest du sowieso zu dem Schluss kommen, dass du selbst die Klippe runterfahren möchtest, weil du nicht damit leben kannst, einen Bus voller Kinder auf dem Gewissen zu haben. Und selbst wenn du dich so entscheiden würdest, macht es einen Unterschied, ob du das entscheidest oder ob dein Auto von vornherein so vorprogrammiert ist und dir diese Entscheidung abnimmt? Eine letzte Abstimmung haben wir noch, dazu komme ich gleich. Was ich noch sagen wollte ist, ein Gedankenexperiment ist genau wie ein Experiment im Labor. Da sind Rahmenbedingungen, die man wählt, die nicht den Bedingungen in der realen Welt entsprechen. Trotz allem erlauben Experimente sehr aufschlussreiche Einblicke in die reale Welt. Technisch ist es momentan noch gar nicht möglich, dass ein Auto zwischen einer Oma und einem Kind überhaupt unterscheiden kann. Und selbst wenn das irgendwann der Fall sein sollte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer der vier Fälle, die ich gerade beschrieben habe, jemals genauso auftritt, praktisch null. Und wenn wir schon über Statistik reden, dann sollten wir uns lieber die 90% der Verkehrsunfälle ins Gedächtnis rufen, die durch menschliche Fehler verursacht werden. Aber Gedankenexperimente sind deswegen so genial, weil die richtig gut zeigen, was für einen riesigen Unterschied es macht, ob ich als Mensch mich für etwas entscheide oder meinetwegen sehr viele Fehler mache im Verkehr oder ob etwas von vornherein vorprogrammiert und vorbestimmt ist. Diese Gedankenexperimente waren, wie gesagt, nur zum Warmwerden, zum Reinkommen. Wenn ihr jetzt warm seid, wenn ihr jetzt the real shit haben wollt, wenn ihr wissen wollt, wie weit sind wir eigentlich in der Technologie, wann werden wir denn in selbstfahrenden Autos sitzen und wer ist denn jetzt zum Beispiel verantwortlich, wenn ein Unfall passiert, all das findet ihr bei Die Debatte. Die Debatte ist eine neue Plattform, die euch und mich, uns alle zusammenbringen soll. Es geht um Wissenschaft, die alle etwas angeht. Morgen, also am Freitag, den 19. Mai, findet in Braunschweig eine Live-Debatte zu autonomem Fahren statt. Wir haben ein paar Experten eingeladen. Falls ihr in Braunschweig seid und mitdiskutieren wollt oder einfach nur zuhören wollt, kommt vorbei, ich werde auch da sein. Wenn ihr nicht vor Ort sein könnt, es wird einen YouTube-Livestream geben und selbst wenn ihr nicht den Livestream gucken könnt, weil ihr Freitagabends etwas Besseres zu tun habt, das sei euch gegönnt, könnt ihr trotzdem mitmachen und zwar so. Schaut bei der Homepage die Debatte vorbei, schaut bei Facebook vorbei. Wenn ihr irgendwelche Fragen zum autonomen Fahren habt, könnt ihr sie darstellen bei Facebook unter den Kommentaren, hier bei dem Video unter den Kommentaren und bei Twitter unter dem Hashtag #DieDebatte. Ich werde natürlich die Kommentare hier unter dem Video durchlesen. Ich werde Hashtag #DieDebatte verfolgen auf Twitter. Ich bin morgen, wie gesagt, live vor Ort. Ich werde dann auch Fragen aus dem Publikum abholen. Aber ich werde auch dafür sorgen, dass eure Fragen in die Debatte, in die Diskussion mit eingespielt werden, okay? Ich meine, wie alt sind die meisten von euch? Maximal so alt wie ich, wahrscheinlich jünger. Also mich und euch wird das autonome Fahren noch sehr stark beeinflussen. Und damit kommen wir zur letzten Umfrage, nämlich was denkt ihr zu autonomem Fahren? Das wollen ja sowieso immer alle wissen. Was denken eigentlich diese jungen Leute? Also findet ihr das cool? Findet ihr das scary? Oder sagt ihr sogar, Autofahren macht so viel Spaß, ich will das gar nicht abgeben. Also was denkt ihr, stimmt ab und wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was eure Gedanken sind. Ich möchte es gerne wissen.